In Israel sorgt das Hissen der palästinensischen Flagge für Zündstoff. Sie wurde vor kurzem von israelischen Behörden heruntergenommen, Stunden nachdem Aktivisten sie an einem Hochhaus in Tel Aviv befestigt hatten. Mit dem Schritt wollten diese für gute Beziehungen zwischen Israelis und Palästinensern werben und erreichten das Gegenteil. Die Knesset steht kurz davor, ein Verbot der palästinensischen Fahne in staatlichen Gebäuden durchzusetzen. Sie wird immer weniger akzeptiert in einem Staat, dessen Bevölkerung jedoch zu einem Fünftel aus Palästinensern besteht. Auf der Beerdigung der US-palästinensischen Al Jazeera-Journalistin Shirin Abu Akleh in Ost-Jerusalem zerrissen israelische Sicherheitskräfte die Flagge. Zwei israelische Universitäten stehen schon länger in der Kritik, weil sie die palästinensische Fahne auf dem Campus zuließen. Dennoch wurde diese in den Friedensverträgen von Oslo 1995 offiziell von beiden Seiten anerkannt. In den vergangenen 10 Jahren begann die israelische Gesellschaft, die palästinensische Fahne als Bedrohung wahrzunehmen, vor allem rechte Wähler in Israel. Diese wollen mittels der israelischen Fahne ihren Nationalismus oder Patriotismus ausdrücken. Nicht nur in Bezug auf den Staat Israel, sondern auf das Territorium Israels. Denn sie wollen nicht wahrhaben, dass unter uns Palästinenser leben. Während der Friedensprozess in immer weitere Ferne rückt und neue israelische Siedlungen in den besetzten Palästinensergebieten entstehen, entlarvt der Flaggenstreit, wie weit entfernt Palästinenserinnen und Palästinenser von einem eigenen Staat sind.